Karamel Sutra Core oder Caramel Sutra Core, keine Ahnung. Ich hatte überlegt, ein englisches Video zu machen, mache jetzt aber doch, glaube ich, nochmal ein deutsches, weil einige von euch hatten gefragt, dass ich so ein paar Sorten, die ich wirklich vor einiger Zeit reviewed habe, nochmal re-reviewe. Und eine dieser Sorten, nach denen eben gefragt wurde, war Caramel Sutra. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass sie eine Weile sehr gehypt war. Und ich persönlich finde sie gar nicht, also ich mag sie und habe immer so Momente, wo ich sie plötzlich wieder total gerne mag, wenn ich sie esse. Und kaufe sie mir aber trotzdem sehr selten. Tatsächlich habe ich sie fast vor einem Jahr das letzte Mal gehabt. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann muss sie nochmal reviewed werden. Sie ist auf jeden Fall noch ganz normal im Sortiment und eigentlich auch wirklich oft zu finden. Deswegen bitte schreibt mal drunter, was ihr von dieser Sorte haltet. Ich finde das wirklich spannend. Ja, es ist eigentlich fast schon ein Klassiker geworden von Ben & Jerry's. Besonders ist eben der coole Karamellkern. In Blondie Brownie hat man ja auch einen Karamellkern, allerdings ist er da noch gesalzen. Und Blondie Brownie ist eben eine Sorte, die es nicht in jedem Supermarkt gibt, sondern nur in Tankstellen, Pizza-Services, in Spätshops und sowas. Und Caramel Sutra bekommt man eben überall. Man hat hier keine Blondies, keine Brownies. Dessen hat man einfach nur Schoko-Chunks. Also relativ basic, aber eben diesen coolen Kern. Und man hat auf beiden Seiten verschiedene Eiscremes. Einmal Schoko und einmal Karamell. Deswegen ist es eben gerade für Fans, die Schoko und Karamell mögen, echt eine coole Sorte. Hier seht ihr auch, wie es ungefähr aussehen soll von oben. Wir machen gleich auch nochmal den Vergleich. Ich finde das Deckeldesign von den Cores immer richtig schön. Ich glaube, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Hier steht es eben Chocolate and Caramel Ice Creams with Chocolatey Chunks and a Soft Caramel Core. Also, ja. Schoko und Karamell-Eiscreme mit Schokoladenstückchen und einem weichen Karamellkern. Und jetzt können wir nochmal kurz hier drauf gucken. Ja, schauen wir zuerst auf die Nährwerte, weil es hier gerade ist. Wir haben 430 Gramm, 500 Milliliter, ist eher im hohen Grammbereich von Ben & Jerry's. Und die, ihr könnt euch auch mal das alte Video dazu anschauen. Das, ja, ist eben schon ein bisschen älter. Und hier habt ihr die Nährwerte auf 100 Gramm und 100 Milliliter. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ihr seht es ja. Ich werde es euch auf jeden Fall wie immer wieder einblenden. Und hier ist der Spruch, der ist gar nicht so lang, deswegen kann ich nochmal kurz vorlesen. Könnt gerne skippen, wenn ihr das immer nicht so mögt. Lose yourself in the sensuously sweet caramel core of Caramel Sutra. Also verliere dich in dem sinnlich süßen Karamellkern von Caramel Sutra. Looks like we've given spooning a whole new meaning. Sieht aus, als hätten wir dem Löffeln einen komplett neuen Sinn gegeben. While your ice cream becomes spoonably soft, check out our European Joiner Core Champs on the front of the tub, selected for their aspiration to use business to create change in their communities, just like us. You can find out more at joinercore.com. Also ganz grob gesagt, man soll eben jetzt mal, während das hier weich wird, vorne drauf gucken. Hier ist es. Nee, ist es das? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, ich glaube. Und soll eben mal auf diese Website gucken, joinercore.com. Mache ich jetzt aber nicht. Sondern ich will es ja aufmachen, ihr kennt mich ja, ich bin immer ungeduldig. Mein Eis ist dadurch immer härter und ihr schreibt immer drunter, ja, macht's mal bitte, lasst es mal ein bisschen mehr antauen. Ihr könnt das ja machen. Es sieht ja dann genauso aus, nur minimal weicher. Ich mag es halt eben einfach ein bisschen mit mehr Biss. Jetzt mache ich auf. Habt ihr den Vergleich? Es sieht sogar ein bisschen ähnlich aus. Man kann es erkennen, dass das sein soll. Leute, ich habe vergessen. Wir haben 12% Karamellkern und 4% Fettglasurstückchen, also nur 16% Mix-Ins. Das ist nicht so viel, leider. Ist im unteren Bereich. Okay, Leute, ich probiere jetzt nochmal die Karamell-Eiscreme. Und weil ich ja gerade auch ein englisches Video mache, habe ich schon probiert. Und ich kann euch sagen, ich habe ja früher mal gesagt, ich finde die ein bisschen langweiliger. Aber mittlerweile, gerade wenn man die so als erstes probiert, ist sie, die hat schon was. Sie schmeckt nicht zu stark nach Karamell, aber das hat was. Das ist dieses Sahne-Karamellige, was ich mittlerweile echt gerne mag. Die Konsistenz seht ihr, hier ist super cremig. Beziehungsweise hier. So, und jetzt auch gleich mal die Schoko-Eiscreme. Ich mache es heute mal so, weil ich kein Stativ dabei habe. Die ist härter. Die Karamell-Eiscreme taut deutlich schneller an. Oh ja, wenn man vorher diese Karamell-Eiscreme hatte, die schon sehr süß ist, dann schmeckt es fast schon herb hier, die Schoko-Eiscreme. Das ist auf jeden Fall die gleiche wie ein Blondie-Brownie. Ach Quatsch, ein Chocolate-Fudge-Brownie. Also super lecker schokoladig. So, hier ist jetzt ein Schokostück. Das Schokostück sind einfach Zartbitter-Schokoladenstückchen. Mensch, der doch mal scharf.
Also ja, es ist einfach leckere Zartbitterschokolade. Es ist nicht gefroren und es ist immer noch irgendwie ja, weich und cremig, wenn man drauf beißt. Und hier kommt gleich schon das nächste. Und hier auch. Ist eben schade, dass es nur auf der Schokoseite ist. Aber ich freue mich schon. Ich werde es natürlich jetzt noch ein bisschen antauen lassen, genießen und euch nochmal reinfilmen. Oh, hier ist der Karamellkern. Und ich weiß es jetzt schon, aber er ist einfach genial. Schaut euch diese Konsistenz einfach mal an. Konsistenz im Mund ist auch einfach Bombe. Schmeckt so ein bisschen wie Mumu-Bonbons, aber noch viel leckerer und natürlich super cremig. Also der Kern ist der Hammer. Ein Grund, warum ich die Eiscreme wahrscheinlich auch immer wieder kaufe. Okay, es ist so, wie es immer bei den ganzen Core-Sorten ist. Nach unten hin wird der Core weniger. Ihr seht es hier, es ist wirklich nur noch ganz wenig Jar in der Ecke übrig. Es ist echt bei allen so. Es ist so ein Muster, was sich durchzieht. Es war schon bei meinem geliebten All or Nothing so. Bei den ganzen Cookie Cores, also Raspberry Cheesecake Cookie Core, Speculoos Speculoove, Waterlotter Cookie Core, Utter Peanut Butter Clutter Cookie Core und auch bei Blondie Brownie. Der Kern wird immer nach unten hin ein bisschen weniger. Also wirklich andersrum, wie es ja sonst bei Ben & Jerry's ist, dass die Chunks nach unten hin mehr werden. Das ist bei den Core-Sorten nicht so. Aber ansonsten ist es echt mal wieder ganz lecker. Und die Beobachtung hat sich durchgezogen, dass das Karamelleis viel schneller antaut als das Schokoeis. Und die Kombi aus Schoko und Karamell ist was Gutes. Also, wenn ihr es bisher noch nicht probiert habt und Ben & Jerry's mögt, dann müsst ihr es probieren, auch wenn es für euch vielleicht ein bisschen langweilig klingt. Aber es ist wirklich doch ein Klassiker. Wie immer bin ich mal wieder relativ begeistert. Also, und ja. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.